Hey, hey Leute, was geht? Wir haben Among Us mit Jester Mod gespielt, eine neue Rolle, ein Crewmate wird Jester, seine Aufgabe ist es, rausgevotet zu werden. Ich war nicht Jester, sondern Imposter, hab Jester was ein bisschen benutzt, um selber nicht rausgevotet zu werden. Was da passiert ist, seht ihr gleich. Folge war mega geil, danach gibt es noch eine Sheriff-Folge, die auch sehr lustig war. Ich wünsche euch viel Spaß. Kuss. Hahaha, ihr dachtet, ihr kommt davon, ohne einen Daumen nach oben zu geben und einen Kanal zu abonnieren? Nicht mit mir. Drückt sofort drauf, sonst seid ihr Imposter. Viel Glück. Der leckt alle rum andauernd. Ich habe tatsächlich keine Tasks in Special, ich nur Lab-Tasks tatsächlich. Das ist natürlich krass. Da kriege ich leider keinen guten Kill jetzt hin, wegen der Cam. Zu viel Cam-Info. Zu viel Cam-Info. Mirana und Pazi rechts raus. Mirana ist noch hier. Max und Fina kommen jetzt unten raus. 2 Electrical O2. Mirana ist noch hier. 2 Electrical O2. Pazi ist auch hier. Pazi? Pazi ist keine Task, glaube ich. Sabine kommt jetzt raus. O2? Nein. Electrical oder Lab? Richtig, Electrical. Da sind eine Menge Leute tatsächlich, aber ja schon länger, aber das sind ja, ja. Danke, Isaac. Eine ganze Menge Leute für auszuschließen auf jeden Fall. Also Vlesk kann es nicht gewesen sein. Dina, hast du den Kill live gesehen? Also warst du an Lifeline, als der Kill gefallen ist? Nee, ich war gerade Admin, hab Max beobachtet, wie er rausgekommen ist. Ja, der ist gestorben, während ich an der Lava-Task war rechts. Also nachdem ich dann wieder zurückkam. Fine nicht, Pazi nicht, auch Zeit, ich nicht. Zu der Zeit am Lifeline. Vlesk auch nicht. Tim, von wo kamst du gerade? Wo haben wir uns denn gesehen? Wir haben uns vor Office gesehen, du bist vor links ins Office rein. Ich war in Koms. Ja. Franz ist von rechts in Office reingekommen, der könnte rübergewendet sein. Ja, bei mir leckt alles gerade ein bisschen komischerweise, deswegen konnte ich gerade nicht genau wissen, wer da war. Ich war in Lab. Also Swabina war in Specimen als letztes raus, davor Fina und Max. Swabina kann auch nicht Pazi war in Lifeline, ist dann rechts raus, kam aber dann wieder rein. Ja, ich war wie gesagt nur kurz Team an der Horus bleibt für mich offen. Also, meine Route war es so war ein bisschen tatsächlich nicht, ein Punkt in Koms, während 2 und O2 waren. Dann haben wir einen Flip zwischen Franz und Tim. Also, meine Route war mit Mirana lange Electrical, dann stand Caruso ewig in den Camps. Dann bin ich runtergegangen. Timid habe ich da eigentlich gecrossed. Ja. Und jetzt bin ich das in Koms. Timid kann es trotzdem sein, wenn der zweite Imposter einfach in die Leiche vom ersten gelaufen ist. Oder ist denn Timid und Tim? Nee, Timid. Weil ich nicht weiß, wie alt die Leiche ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir noch einen Jester haben, ne? Also. Timid kann es auch deswegen sein, weil die Leiche ja nicht irgendwie vor den Lights oder so liegt, sondern nur in Electrical und zwar oben links in Nähe von Vent. Erst da habe ich den Report-Button bekommen. Weil ich habe ja nicht gefixt, sondern wusste, dass da eine Leiche ist, weil ein Punkt ja, war. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war ja der Punkt schon im Koms, als ich drauf geguckt habe. Die einzige Erklärung, die es für mich dann gibt, ist, dass der zweite Imposter auf die Leiche läuft, nicht reportet und dann wieder rausläuft. Dann hätten wir beide Imposter auf der linken Seite, dann müssten es Timid und Franz und Tim Horus sein. Also, mega Zebra. Verstehe ich soweit, aber nachdem... Again? Verstehe ich, aber nachdem Cyan tot war, also nachdem Caruso tot war, war nur ein einziger in Electrokill und sonst nichts. Also, zwischen Tim Horus und Franz ist auf jeden Fall einer. Zu 1 Million%. Ich war die ganze Zeit im Lab. Don't kill me. Timid kann er zwar, aber Timid ist ein Zebra an der Stelle. Das lohnt sich nicht, den anzukicken, denke ich. Das lohnt sich nicht. Imposter wird auf keinen Fall, Imposter würden Tim oder Tim auch töten oder an, aber Franz nicht, wenn er einer wäre. Deswegen dürfen wir den jetzt nicht töten. Das ist natürlich die Frage.
Jetzt ist natürlich die Frage, wen wir töten können. Max, Mirana und Tim Horus. Lightsword wäre nicht komplett verkehrt. Können wir ja rausfinden. Ich das wieder fixen, ja. Alter, bei mir leckt alles rum. Bei mir leckt alles komplett rum. Tim und Mirana an der Lifeline. Max läuft gerade unten rein. Dadurch, dass es so rumgeleckt hat, ist es echt schwer gerade, dass es alles so rumgeleckt hat. Scheiße, das haben wir gesehen. Also der letzte Kill auf Sabine ist eben passiert und der andere ist schon mindestens 33 war, Sekunden. Das also könnte auch 40 Sekunden sein. Ich hab den Benchsprung noch gesehen. Vom Flask? Nee, mach das nicht. Mhm, Flask, ich hab dich gesehen. Also Mirana. Nee. Nee, Flask ist halt wirklich gerade oben bei Lab in den Vent rein. Ich habe in der Tat eine ähnliche Vermutung gehabt, nur Runde 1, weil Flask die Timmy rausgenommen hat, ohne dass das für mich so richtig Sinn ergeben hat. Aus meiner Sicht derzeit Franz naja, es war und ja Tim Leute sein können. Nein, der Punkt ist so knapp, das war so knapp. Ja, na klar, aber du kannst ja einfach dahin laufen. Also du kannst ja einfach dahin wenden und. Also du kannst ja killen, dahin wenden und dann dastehen in der Zeit, die Blask braucht, um vom Lifeline bis zur Admin Table zu laufen. Okay, smart. Ja. Also ich war halt gerade in Lab, hab kurz meine Task gemacht, bin raus, Tür waren zu, hab die Tür aufgemacht und dann sehe ich halt, wie Sabine da liegt und sehe halt noch gerade so das Krönchen in dem Vent verschwinden. Hat ja sonst niemand eine Krone? Das ist halt ein bisschen unlucky, wenn so ein blauer Hund hinterhelft. Der Hund hat auch noch hinterher? Oh. Ja, der kommt als letztes leider. Ist jetzt nicht genau die Geschichte, die ich erzählen würde, aber ich nehme das 50-50 gerne. Das ist nicht mal ein 50-50. Hamid, ich könnte mich auch dafür beurteilen, ich habe gesehen, wie er halt wirklich genau reinkommt. Also, der Self-Report ist ihr Ding eigentlich. Ja, voll. Aber dann auch jemand blame, I don't know. Ich bin gerade an jemandem vorbei, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich bin vor Lab und Mirana hat gerade vor Lab getötet. Ist jetzt natürlich ein Problem, weil ich das nicht als erstes sagen konnte. Bin übrigens auch nicht gewendet, das kann ich gar nicht mit meiner Rolle. Also votet gerne erst mich und dann Mirana, dann habt ihr auf jeden Fall einen Imposter. Okay. Fine, bist du noch an Camps? Keine Ahnung, ich glaube nicht. An der Stelle können wir, wie du... Ihr könnt auf jeden Fall mich als erstes voten, aber dann müsst ihr danach Mirana voten. Also Blask ist entweder Jester oder Imposter. Nee, der ist Imposter. Ich hab ihn wirklich mit seinem Hündchen springen sehen. Naja, das muss Mirana sein. Ihr habt schon alle mich gewotet. Ne? Mirana, du hättest niemals das 50-50 mit mir nehmen dürfen. Ja gut, ich bin's zwar nicht, aber viel Spaß euch. Ja, war richtig. Wow. Warum habt ihr jetzt Mirana? Sie dachten, ich bin Jester. Ich glaube, sie dachten, ich bin Jester, oder? Da oben laufen. GG, warum votet ich wünschte, dass jemand gesagt hat, dass Blask und Timmy sind. Ich glaube, die Leute dachten ein bisschen, dass ich Jester bin, kann das ja, sein? Ja, als du gesagt hast, er votet dann zu mich erst und dann waren die so, haben die alle Schiss gekriegt. Ich hab's gesagt, ich hab ihn doch springen sehen. Nee, ja, aber ich wüsste nicht. Ich hab da so richtig aufgepusht also auf Mirana, ich muss schon sagen, ja, das habe ich nämlich gedacht, damit der Jester noch gewinnen kann. Ich kann verstehen, dass man Blask da eventuell für einen Jester hält, aber sowas sagt Blask doch niemals. Bei 7 Leuten, ja, dann votet doch erst mich, ist doch gar kein Problem. Naja, aber das... Nee. Stell dir vor, Mirana tötet wirklich vor mir und ich sehe das und sie versucht sich rauszureden und sie denkt, ich bin Crewmate. In Wirklichkeit bin ich aber der Jester und nehme das 50-50 gerne, weil entweder kickt den Imposter raus oder er kickt mich und ich habe gewonnen. Aber
Und jetzt ist das aus Chester-Sicht, wäre es für dich nicht sinnvoller, wenn du den Imposter raushaust, trotzdem das 50-50 nimmst und in der nächsten Runde fliegst? Oh man. Naja, aber wenn ich sage, kickt ruhig als erstes nicht, dann kriegt ihr halt trotzdem Angst, oder nicht? Naja, aber kickt ruhig als erstes. Ich weiß schon, was Franz meint, weil wenn du dafür sorgst, dass du, oder beziehungsweise dass einen, also du willst ja trotzdem den Imposter dann raushaben, damit die Leute dann nicht auch hinterher Wozu? Wenn er wirklich Jester wäre, dann macht es schon Sinn, aber es würde halt natürlich nicht sagen. Ich meine, Mirana hat ja wirklich eine gute Geschichte erzählt. Ja, also, das war wirklich ein bisschen sehr wild, der Vote. Also. Freunde, das war ein unfassbar spannende und aber auch extrem. Einfach nur versucht, mich zu retten, so, keine Ahnung. Also, der Abend war so geil. Ich bin gewendet und dann kam sie halt ums Eck gerade. Das war ein bisschen. So was würde mir nie passieren. Sheriff hat wieder alles. Geil, ich bin Sheriff. Das ist immer der Sheriff, der einfach alles kaputt macht. Oh. Sheriff macht alles. Lässt sich für mich trotzdem leid. Also, das war nicht so gemein, Vario. Alles gut, alles gut. Hallo? Das war nur. Ich hab nur einen Spaß gemacht quasi. Ja, ich hab Bless keinen. Dann hab ich gesagt, ich hab. Ja, aber das war ja noch. Ich nehm dir das. Ich hab doch die Wahrheit. Oh, scheiße, werden wir gedacht. Dalo, du darfst mich jedes Mal als erstes töten. Ich hab da überhaupt kein Problem. Nein, das will ich nicht. Das ist hier so ein buntes Children's Party Game, so als ob ich da sauer bin, deswegen. Ja, aber will ich trotzdem das Gefühl, dass ihr alle gute Runden habt. Ich hatte schon ein paar lustige Runden, Alter, das ist in Ordnung. Oh ne, Lights. Ja, geht ihr mit? Zusammenbleiben. Wir auf, oder? Aufhören? Ich seh dich da mal. Keiner geht da mal, hier sind alle Leute. Wir sind alle hingegangen, Baso. Lifeline. Nein, hey, Baso. Geguckt und ich hab's mega gefeiert. Komm gerne mit dir mit, komm. Ja, aber können ein paar Leute mit zu Lifeline kommen, bitte? Nein, wir bleiben zu zweit, West, damit ich dich heimlich abstellen kann. Spaß, komm jetzt. Ich will euch nicht stören. Nee, ich warte hier. Ich hab grad zweimal die. Wir bleiben hier mal zu dritt ganz kurz. So, Lifeline. Let's go. Jetzt Double oder was? Ich drück jetzt Double oder was? Okay, Double. Geht nicht, sind fünf, Matteo. Mathe, Mann. Fünftes. Wer kam später her? An Simon, ich hab dir vertraut. Vertraut. Ja, aber ich war doch auch Crew, du Idiot. Warum bin ich jetzt Idiot? Office Weapons Comms. 302 Office Weapons and Comms. Mich kurz. Alles gut. Sowieso das fühlt sich gut an. Wusstet ihr, dass Idiot sogar einen sehr. Wusstet ihr das? Ja. Das kommt nämlich aus der. Das wurde nämlich von den Nazis wurde das. Was? Was redet er die ganze Zeit? Scheiße, das ist nur das Licht. Da müssen wir loslaufen. Hilfe. Juckt, wirkt gar nicht wie so ein krasses Schimpfwort. Ist keiner tot. Nee, also es stirbt niemand die ganze Zeit. Aber, Mann, wenn ihr beiden Imposter seid, habe ich Angst. Simon, komm mal kurz mit mir mit. Machst du ihn oder soll ich ihn machen? Nein, komm mal kurz mit. Nee. Komm doch mal ganz kurz. Nee, das hat Wes mit mir auch schon gemacht. Ja, aber dann weiß ich ja sofort, dass er es ist. Ja, was man jetzt? Simon, komm doch mal mit. Ist die Kamera an? Hallo, Hilfe. Hilfe, mach die Kamera an, Hilfe! Simon, zu! Nein, ja. Komm doch mal mit jetzt! Ganz, ganz schwierige Angelegenheit so mit den beiden. Specimen 3 Electric. Ich höre den. Ja, dann mal los. Keiner kriegt. Hilfe, Leute. Ja, ich sag's ja genau so. Das war grauenhaft. Ja, Hochfeld ist nicht so schön. Ich hab meine Möbel gepackt und abends komm, chill ich einfach und plötzlich. Du warst hier irgendwo gestorben. Ja, komm, guck mal, wie war so wegrennt. Hast du es gesehen? Aber der muss hier irgendwo liegen. Der war gerade hier. Der war 100 Pro gerade hier. Ich bin zusammen weggelaufen. Straße an einem Montag. Okay. Nicht Anni, nicht Dalu,
der war gerade, wo ist der Report worden? Ich habe einen Highly Sus auf Mantle und Luke, muss ich sagen. Nee, nee. Also das ist falsch. Nee, nee, hast du nicht. Oh. Wer hat wo gefunden? Und zwar, wir waren noch da gerade ultra viele Leute im Office und danach seid ihr, glaube ich, also zur Lifeline hochgegangen, ne? So alle. Ja. Ich bin da zum Admin gegangen und habe super viele im Office gesehen. Zumindest ein oder zwei Leute in Security und zwei Leute in Comms. Bin dann, ja genau, drei Leute in Security, zwei Leute in Comms und bin dann in Comms gelaufen, Tür war zu, ich laufe rein und finde Flo. Alle im Office und die Leute in der Security können sich gegenseitig ausschließen. Und dann müssen wir eigentlich schon wissen, wer ist. Wo liegt der jetzt genau? Und ich war dann im Communications-Raum. Und da waren zwei Leute drin, also der Killer und halt Flo. Warum ist denn hier ein Echo? Wer hat denn Echo? Echo. Hört ihr mich? Hallo? Hallo! Hallo! Besser? Ich habe keins tatsächlich. Hallo? Vielleicht sind meine Kopfhörer. Aber ja, also nochmal, die Leute, die in der Security waren, können sich gegenseitig ausschließen. Genau. Und die Luke, Matteo und Mäntel. Luke ja. Und Mäntel. Genau. Baso, kann Blesk für dich der Killer gewesen sein? Nein, ich stand mit Trill und mit Anni in der Lifeline. Ja, ich weiß nicht, ich habe mit Trill geredet. Wollen wir mal kurz skippen und wir treffen uns im Dropship alle und stellen uns im Kreis auf ganz kurz? Nee, eigentlich wäre es ganz einfach, wenn die Leute aus dem Office sich ausschließen könnten gegenseitig. Ja, Trill, Anni, ich. Trill, Anni, ich. Ich will mal ein Plumpskreis-Ding. Luke? Geht der Sheriff dann um? Der Sheriff geht um und drückt sich bei Einkommen. Okay, ihr müsst nicht sagen, ob ihr der Sheriff seid, aber lebt der Sheriff noch? Sag mal ja. Ja. Gut. Komm mal, okay, wir gehen alle mal ins Dropship jetzt, bitte. Alle ins Dropship, danke. Alle ins Dropship. Alle ins Dropship und wir stellen uns im Kreis auf, Leute. Bitte kein Licht ausmachen, komm. Jetzt wird jemand sterben. Ich weiß nicht, wir gehen jetzt ins Dropship. Aber der Cooldown vom Sheriff dauert doch länger. Wer hat das vorgeschlagen? Das war ein dummer Vorschlag. Das war Blesk. Nee, ihr kommt mit. Wer spammt denn hier die Türen zu? Das war frech. Leute, wir haben was zu besprechen. Das ist Anni, oder? Anni drückt doch da die Buttons. Nein, oh. Anni, wir machen es nicht. Mal kurz sagen, kommt mit, Leute, komm mit. Anni, ich höre dich doch klicken. Man hört doch Weil ich mit Tastatur laufe, Dalu. Nein, ich habe doch da eindeutig Licht ausgehört. Achso, ja, das stimmt. So, ins Dropship, bitte. Ja, jetzt hier. Dropship. Ich bin bereit. Ich will sehen. Okay, ich stehe oben links. Okay. Dalu. Caruso sieht jetzt aus wie Romatra. Ich glaube, es hackt. Dalu, wo warst du denn gerade? Ja, zu spät? Bin ich wo zu warst spät? Du denn gerade? Nee, stell dir mal auf. Dalu, wo warst du denn gerade? Ich habe ein unglaublich schönes Gespräch zwischen Trinox und Anni mitgehört, dass die über Duisburger Klingen und Studieren geredet haben. Ja. Und dann bin ich jetzt Caruso, stell dich jetzt geflüchtet. Hin. Und dann habe ich Wasser aufgefüllt. Caruso, stell dich jetzt hin. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den Puckel. Also wir sind ja alle Crewmates. Wir sind Trinox ist. Wieder leid. Ach. Oh, da ist jemand gestorben. Ja, weil die haben das Licht ausge... Ich wollte einfach nur eine Ansprache halten und wollte danach Caruso vor allen Leuten hinrichten, weil Caruso Imposter ist, aber niemand... Also erstens, nee, die Imposter haben einfach das Licht dann ausgemacht. Imposter können doch nicht das Licht ausmachen an der Stelle. Warte mal, also du willst mir jetzt erzählen, dass Caruso Imposter war und du hast ihn erschossen? Ja, natürlich ist Caruso Imposter. Aber... Hm. Moment, das klingt jetzt wild. Was ist, wenn du das Licht ausgemacht hast und Caruso jetzt... Also du willst mir sagen, wenn 8 Leute in der Dunkelheit durcheinander laufen... Also ich wollte ein bisschen Spaß haben und wollte, dass wir uns aufstellen im Kreis, aber die Imposter wollten anscheinend nicht mitmachen und haben das Licht ausgemacht und dann spiele ich auch nicht mit und schieß Caruso einfach über den Haufen. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Im Dunkeln, wenn 8 Leute durcheinander rennen. Baso hat euch doch gerade gesagt, wenn ihr zugehört habt, dass Unge, Matteo und Luke in der Security waren. Ich war mit Trill, Anni an der Lifeline, Dalu war auch da, Caruso ist vor uns mit Varian weggelaufen. Das waren die einzigen beiden, die in Comms waren. Und wenn Baso nicht lügt an der Stelle und die Info stimmt, dann ist Caruso auf jeden Fall ein Imposter. Ich wollte ein bisschen Show machen, aber Caruso ich weiß nicht, ob Caruso das Licht ausgemacht hat an der Stelle. Ich finde es glaubwürdig, weil wenn es noch 8 Leute sind und der andere Detective müsste sich ja sonst melden, oder? Ach, jetzt ist das so, aber bei 9:1 war das eine gute Ausrede von Vlas. Ah, weil damit würde ich nicht nochmal durchkommen. Also ich bin tatsächlich ja, Sheriff an der Stelle. Ich noch lebe. Wollen wir einfach auf Vlas rausvoten und haben wir einfach keine Verwirrung mehr wie letzten Runde. Nein, also so, nee, so will ich es nicht machen. Nee, also, das Ding ist, aber dass Vlas so ein krasses Aim hat, dass er in der Dunkelheit in 8 Leuten genau den richtigen abknallt. Als das Licht ausgegangen ist, bin ich sofort Caruso hinterhergelaufen, weil ich wusste, dass der jetzt irgendeine Scheiße macht. Und bevor ich sterbe in der Dunkelheit, schieße ich den nur einen Haufen.
Lothar Matthäus. Ja. Ja. Mhm. Hast du geschossen? Mit einem Fußball? Auch sein. Nee, ich bin richtig scheiße im Fußball. Ah, Mann, ey, das ist doch alles wieder fishy. Jetzt müssen wir ja gucken, ne? Wer der Zweite ist. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass Baso ist sehr unwahrscheinlich zum Beispiel, weil die hätte ja Caruso einfach eiskalt rausbefördert, wenn sie Zweiter im Poster ist. Aber warum hat sie Caruso nicht direkt gewotet, wenn sie eigentlich ausschließen konnte, dass alle außer Caruso sass waren? Weil ihr euch alle Weil ich Spaß haben wollte, aber die Imposter... Spaß, aha. Also, ja, wir hätten ihn auch voten können. Aber das Problem ist, ich war mir erst sicher, als Dalu gesagt hat, dass er gehört hat, was Anni und Trill gesagt haben, dann kann er den Kill nicht gemacht haben. Das hat ihn so ein bisschen gerettet, deswegen habe ich gefragt, was Dalu gemacht hat. Was heißt gerettet? Dann sage ich Anni, ja, guter Schuss, guter Schuss. Naja, ich dachte, es ist Dalu oder Caruso und dann hast du gesagt, dass du bei Lifeline zugehört hast und das hat dich so ein bisschen rausgehauen. Dann, schön geschossen. Danke. Schön geschossen, schön geschossen. Jetzt würde ich gerne... Wo ist denn Linda? Wenn du Sheriff bist, dann bläst. Linda! Ja, Bless ist sowieso. Ja, Sheriff, oder was? Ich bin Sheriff, nein, ja. Bless ich bin ist Sheriff Imposter. Und die eine einzige Person, der ich gerade vertrauen kann, ist natürlich, Basel. Nice, freut mich auf jeden Fall. Naja, eine Dalukat, so. Natürlich. Wir warten jetzt noch genau 27 Sekunden und dann gehe ich mit Linda, Bless super. Kurz. Du bist bitte mein Bodyguard ab jetzt, weil ich Sheriff bin. Ach nö, lass mal. Ich weiß, dass du Crewmate bist und ich würde gerne als Sheriff nicht sterben. Ich mach meine Tasks. Ja. Ich guck dir auch gerne zu. Du bist bestimmt Imposter und machst Lügengeschichten für YouTube-Videos. Nein. Doch. Mm-mm. Anni und Trill wissen, dass ich den Kill nicht gemacht habe. Und ich kann meinen Imposter-Kollegen nicht töten. Und du weißt, dass Caruso der Einzige ist, der den Kill gemacht haben kann. Nö, weil die Leute haben sich ja nicht gegenseitig geproved im Office. Doch. Oder so. Ich, also Anni, Trill und Dalu. Ich, Anni, Trill und Dalu waren im Office. Oh, ja. Dalu stand rechts daneben, deswegen wird er nicht angezeigt. Und Matteo, Unge und Luke waren in Camps. Ja. Das ist auch egal, ob du willst, dass ich bei dir bleibe oder nicht. Ich lass mich. Ich bin wie so. Ist dir egal, ich bin ein Köter und deine Wade ist. Die werde ich nicht mehr loslassen. Was mit meiner Wade, Alter? Reingebissen. Na dann. Kannst du mich wenigstens begleiten beim Tasks machen? Ja. Du würdest mir, glaube ich, nicht so hinterher rennen, wenn du im Poster bist die ganze Zeit. Ich will einfach nicht sterben jetzt. Mach mir doch nicht die Tür auf, wenn du schon hier mitläufst. Sorry. Was soll das denn? Hier. Ah, ist okay. Ich bin überhaupt kein Gentleman, ey. Ich habe einfach nicht die Tür aufgehalten. Jo, wie unfreundlich, sag mal. Ja, okay. Tut mir leid. Das ist halt echt, das ist. Warte, ich mache dir die auch noch auf. Gleich. Na, da muss ich zwar nicht lang. Wir müssen erstmal, ja, aber vielleicht willst du das später durch. Später. Lullst du mich gerade ein? Nein. Ist das deine Taktik? Nee, würde ich echt nicht machen. Das wird reiß. Schwierig. Mm-mm. Wie gesagt, Matteo, so. Unge und bin Luke fertig. Waren in Security Lifeline. Und vier Leute waren in Lifeline. Ich war mir bei Dalu nicht sicher, weil ich nicht gesehen habe, aber er hat gehört, was Anni und Trill gesagt haben. Dann bleibt nur Caruso übrig. Sieht die Lifeline aus? Ist niemand gestorben. Gut. Hören wir uns? Jetzt hören wir uns nicht mehr, ne? Ja. Hallo Matteo, ne? Jetzt hab ich's. Trill. Nice, schön. Ja. Du warst abends in der Vulkanstadt? Dann und Matteo war nicht da. Mal schauen, ob jemand gestorben ist. Was ist wahrscheinlich ist Matteo. Nee. Aber Dan und Matteo waren gerade nicht beim Comms fixen. Ja, vielleicht reden die gerade miteinander. Vielleicht haben die irgendwas zu klären. Ja. Keine State. Oh, wer kam da? Anni. Überzeugen konnten, dass das irgendwie eine illegale Sache ist. Und er war so, oh, bitte keine Polizei. Schon okay, ja, okay, scheiß drauf. Dann bin ich oh, umgezogen. Da sind vier oder Leute oder so oben im Labor. Im Labor, okay. Ja. Können wir oben rausgehen. Da ist das Tag-Team hier. Ja, beschütz mich bitte. Ja, du willst deine Sheriff-Runde leben, ne? Und die letzte habe ich dir ja versaut, ne? Die letzte Sheriff? Piep. Ach so. Mhm. Die erste. Ah, das ist doch. Piep. Schwamm drüber. Weißt du, was geil wäre? Weißt du, was komplett geil wäre? Wenn du in Wirklichkeit der zweite Imposter bist und mich dann irgendwann am Ende tötest. Nein. Glaube ich auch nicht, weil dann hättest du Caruso verkaufen müssen. Das dann hätte ich dich ja jetzt. Krieg, geh mal weg, ich muss hier weg machen. Ich fahr hier in der Ecke. Mach Augen zu. Ich bin schon fertig. Ich bin auch fertig. Ich hab noch. Stopp, wartet auf mich. Wartet. Hey, hallo. Hey. Das fand ich komisch. Ich hab noch ein Kabel da rechts. Komm. Ja, dann
Ja, meine Güte. Kabel verlegen hier. Oh, über den Vent. Hm? Ja, ja, ja. aus Versehen kurz reingehüpft. Aber ja, mein Fehler. Das passiert mir nicht so oft. Was ist denn, wenn ich wirklich Zeit-Imposter bin, Wes? Dann ruinierst du hier gerade meine Imposter-Runde, ne? Ich meine, du hättest mich schon lange abstechen können. Ja, und für. Vielleicht würde ich die kaufen. Wer sieht? Mal kurz gucken. Ganz kurz Kamera, ja. Dalu war gerade im Lab. Hallo. Alter, wie schaffst du eine Welt? Irgendwer macht hier aber. Es ist nur noch ein Imposter offensichtlich. Ich glaube, der struggelt auch gerade ein bisschen. Und der ist. Der ich hat meine letzte ganz große Probleme. Unten in der okay, ich komme mit. Ich hier die beiden auch. Das ist schrecklich. Mimi, höre ich andauernd. Nice. Ich denke mal, ich habe einen Report-Button. Immer wenn du in meine Range kommst, ploppt der Kill-Button auf, so. Haben wir ich hab O2 noch. Nee, ich hab, also. Ich hab hier die oben noch. Oh nein, Download. 3, 2, 1. Oh, Licht. Warte, ich. Lichtanmacherin, ich muss da hoch. Meine Licht. Elektriker. Elektriker im Büro? Hier unterschreiben wir das. Ein Elektriker. Sorry. Ich mach Finger weg. Moment, das kann doch, es kann doch nicht sein. Es liegen ja alle. Ja, aber Moment, dann muss aber den Imposter wirklich ein schweres. Hey, ne? Luke, bist du Imposter? Luke, bist du es? Oh, bist du ein Medium? Wenn ich jetzt nochmal auf Luke schieße und Luke Imposter. Das könnte ich nicht machen. Das wäre so gemein. Ich muss sie noch schnell fertig machen. Irgendwie wäre es lustig gewesen, aber ich habe Luke schon zweimal abgeschossen worden, das geht nicht, glaube ich. Ja. Irgendwie wäre es auch traurig für ihn gewesen. Ja. So, jetzt bin ich aber durch. Was machen wir jetzt? Lifeline? Ja. Das ist, glaube ich, die längste Runde, die ich jemals gespielt habe. Also eine Runde. Das ist immer noch niemand tot. Was ist aber warum? Ich glaube, weil der Imposter Angst hat. Ich glaube auch. Es ist ja echt schwer, wenn der zweite so schnell tot ist. Dann würde ich davon ausgehen, dass es halt nicht irgendwie. Ja. Ja, wie geht's denn so? Ja. Ganz schön viel los hier. Ja. Luke sieht Geister und hört, also hört Caruso und sieht Caruso. Und er sieht ihn auch. Also das heißt, also ich glaube, also Luke, ich muss leaven, ich kann mit Caruso sprechen. Also aber ich höre Luke. Ja, aber dann soll er dir einfach keine Infos geben. Medium, das ist die neue Rolle, die ist jetzt aktuell. Ja, die neue Rolle Medium. Neue Rolle ist Medium. Mit den Toten reden. Erzähl uns doch was. Caruso kann auch mit mir reden und er sagt, Anni. Anni. Nein. Anni. Also ich habe noch Wasserräder. Können wir einfach fertig machen? Ich habe keine Task mehr. Ich bin. Warum mal Anni gedrückt? Weil ich mal gucken wollte, wie zweite Task so sind, wie weit ihr so seid, weil Trill und ich unterhalten uns schon seit einer Stunde, weil wir halt alle fertig sind mit Tasks. Oh mein Gott, du arme Anni. Ich glaube, weil das eine sehr lange Runde ist einfach gerade. Das tut mir leid. Scheiße. Kann ein Imposter nicht Anni erlösen? Sie muss jetzt schon seit einer Stunde mit Trill reden. Das ist schon okay. Wir haben eine seltsame Gemeinsamkeit gefunden, die uns zusammengeschweißt hat. Oh, was ist sie? Das ist schön. Ich habe herausgefunden, dass Anni auch beide einen Sadomaso-Keller. Ihr kommt beide aus Duisburg? Okay, let's go. Ja. Das erklärt so vieles einfach. Das erklärt so vieles. Ja. Okay, es gibt Wort. Interesting. Duisburg. Also kann es sein, dass einfach kein Imposter mehr drin ist? Vielleicht ist es manchmal, Luke sieht ja den toten Imposter. Leute, ich habe euch schon gesagt, ich kann nichts tun, wenn ihr nur zusammen rumlauft. Okay, Dalu, ich hallo, Dalu, Matteo. Lauf doch jetzt einfach alleine rum. Chris, wir dürfen nicht mehr zusammen rumlaufen. Aber dann sterbe ich doch. Wir müssen uns, ja, aber die Zeit ist gekommen. Okay. Linda, es war wundervolle Guck mal, Zeit. Jetzt lauf ich dir, jetzt läufst du mir nicht mehr hinterher. Pass auf, Linda, das kann nicht sein. Genau, sie schon weg. Was? Ach so, stimmt. Ihr seid nicht ja, raus. Eine schon raus. Les, komm, jetzt kill mich. Ich konnte keinen killen. Es sind immer Zweier- oder Dreiergruppen. Es sind wieder Caruso und ich. Nee.
Ich glaube dir nicht. Ich glaube da sogar. Ja, dann nicht. Dann mach doch jetzt eben noch die Task. Ich kann mal kein Bild. Wir sind immer nur Zweiergruppen. Na weh, ich sterbe jetzt. Oh mein Gott. Lass sie mal liegen, lass sie mal liegen, lass sie mal liegen. Sorry, Blaze. Hallo, nein, Simon, nicht drücken! Nicht drücken, nicht drücken! Mann. Nicht drücken. Duisburg ist ein hartes Pflaster, Junge. Ich hab alle Tasks fertig. Wir halt, was okay, in Duisburg bleibt, ich hätte eher auf Anni geschossen, tatsächlich. Oh Mann, was ist denn passiert? Hat sich hallo! Hier ist jemand gestolpert. Man könnte sagen, nichts Halbes, nichts Ganzes. Guck mal, siehst du hier das ganze Eis und den Schnee? Siehst du das? Der ist hier ein bisschen abgeslidet. War Anni, hier sind schon Sachen in Duisburg passiert. Oh nein. Ist wieder geschehen. Das hat den Falschen geschossen. Oh, Anni hat nicht ausgewacht. Oh nein. Wurde Bless jetzt getötet oder hat ja, sag mal, kann es sein, dass alle hier sind außer dem Poster? Der ist ja nicht da. Oh, Geld! Was fehlt denn noch? Ja, ja Geld. Luke! Der ist von. Ah, ich mach mal eine Task. Geh mal kurz checken, wo der. Lange. Das dauert zu lange. Ja, sorry. Ich hab natürlich viele. Ich war doch gerade eben. Okay. Ich bin gerade mal hier Schluss. Oh, jetzt wird's interessant. Okay, also jetzt ist es wirklich langsam interessant. Hallo Anni. Erzähl mir mal erstmal diese West-Geschichte. Was war da los? Was ist denn jetzt? Sich wehgetan. Der ist also aus meiner Perspektive heraus hat Vlesk versucht, Dalu wegzumachen. Ich kann niemandem mehr vertrauen, leider. Eventuell. Bin ich auch. Oder? Ja, Dalu hat mir gesagt, wir laufen zusammen rum, er hat keinen Bock mehr. Ich soll nichts wegmachen. Als beim letzten Mal, wisst ihr noch, als ich Anni so verdächtigt habe? Oh, übrigens, Anni ist auch tot. Sie ist gerade eben gestorben, als wir in reingelaufen sind. Wisst ihr auch in der Runde, wo Anni Dalu hat den Weg gefunden, oh, Anni war es, aber es war gar nicht Anni, sondern Dalu auf keinen Fall ist, aber ich schieße natürlich dann trotzdem auf ihn an der Stelle. Und Vlesk hat nicht auf Dalu geschossen, sondern Dalu hat auf Vlesk geschossen? Kann schon sein. Ja, kann schon sein. Aber das ist ungefähr, das hätte ich gar nicht gedacht. Also man muss meine Frage, wenn ein Imposter zusticht, sieht man da irgendeine Animation oder fällt der einfach indirekt. Also wenn ein Imposter zusticht, springt er auf die Leiche. Also der Imposter muss auf jeden Fall von der Leiche weggehen. Der Sheriff bleibt da, wo er steht. Konntet ihr sehen, war jemand dabei? Ich stand direkt daneben, also ich habe keine Animation gesehen. West stand hinter Dalu und ist einfach umgekippt. Dann ist Dalu eigentlich safe. Also Dalu ist proof, wenn es nicht irgendwie einen Hotfix gab, der es irgendwie gefixt hat. Also das Problem ist, da ist aber auch Caruso Imposter gewesen, wenn Dalu safe ist. Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass Baso letzte Killerin ist. Wir sind nämlich. Ich wollte gerade sagen, ich bin mit Matteo zusammen zur Lifeline gelaufen und haben gesehen, dass Anni da tot ist. Und sind beide wieder runtergelaufen. Matteo. Ja, aber das Problem ist ja, dass du auch viel früher sehen müssen. Nee, ich glaube, du bist einmal kurz nach hinten gedippt, hast zugestochen und dann sind wir Lifeline und haben gesehen. Matteo! Das würde auch mit dem übereinstimmen, was ich gesehen hatte. Was hast du Wem fehlen denn noch Tasks? Weil ich hab's alle fertig. Ich hab noch eine. Ich hab eine einzige. Wir müssen nicht voten. Ja, wir haben ja eh einen Safe raus. Genau. Vlesk ist mir halt wirklich die ganze letzte Runde hinterhergelaufen, weil er meinte, er ist Sheriff und will nicht umgebracht werden. Und hat mich auch schon geproved wegen dieser Admin-Info, die ich hatte. Wir müssen bei 6 voten. Denkt, das muss Imposter sein. Ich hab Matteo auch schon gewotet. Ja. Also, dass ihr mich jetzt. Oh Mann, ey. Danke, Matteo. Mann, ey. Die mit den beiden ist so anstrengend. Aber ist es denn jetzt? Ich mach jetzt meine Tasks. So. Dauert ein bisschen zu lange. Du bist ein kleiner Lügner. Hunger hat sich doch verraten. Es ist niemand gestorben. Woher soll ich denn wissen, wer es ist, wenn niemand stirbt? Kann doch Basis sein oder nicht? Nee. Wir jagen kein Einhorn, Leute. Warum sollte Baso bei 10 Leuten, also bei 9 Leuten, wieso sollte Baso bei 9 Leuten ihren Imposter-Kollegen rauskicken? Das wäre ja der dümmste Move, den man machen könnte. Ja, die Runde zieht sich auf. Es ist auf gar keinen Fall, also es ist. Wer war's denn? Unge war der Zweite. Caruso. Unge und Romatra. Simon war der Zweite.
Es war Luke. Oh nein, es war nicht Luke. Oh mein Gott, hey, Luke. Wer war's denn? Hä, aber wer war's denn? War geil. Junge war es auch nicht. Es war Simon oder was? Hä? Ja, nee. Simon. Ich hab doch gerade gewonnen. Als Crew. Ich bin so verwirrt. Caruso. Ey, Mann. Ja, Alter, Matteo. Ich ja? wollte mich von Luke oben im Drop. So, Unge. Oh, ich bin verwirrt. Ja, ja, war mir schon die ganze Zeit klar. Ich glaube, der zweite ist Basis. Die einzige Person, die halt überhaupt nichts hasse, ist so. Jo. Wir haben keinen Plan. Ich glaube, Basis hat bei 9 Leuten ihren Imposter-Kollegen rausgehauen. Ich dachte so krass, es war Luke. Ich stand nämlich einmal im Schnee in so einer Ecke und Luke kam da hingerannt. Er kommt auf mich zu und dann wird reported. Ich so, oh, aber Glück gehabt. Da dachte du Schwein. Ja, das war aber nicht geil, wie geile Runde. Ja, ich hatte ja keine Chance, ich musste da erschießen, so.